Hallo und willkommen zu einem neuen Fimo-Tutorial. Wir machen heute BB-8 aus den neuen Star Wars Filmen. Zuerst brauchen wir eine weiße Fimo-Kugel und so einen kleinen Ausstecher, einen runden, und drücken dann solche runden Kreise ins Fimo. 6 an der Zahl. Dann habe ich das Ganze nochmal ganz kurz glatt gerollt und habe das noch zurechtgezupft, damit auch wirklich alles richtig rund ist. Und habe dann die einzelnen Kreise miteinander verbunden, indem ich einfach mit der flachen Seite meines Messers solche Rillen reingedrückt habe. Und ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Fußball. Dann kommt auch schon der Kopf dran. Und dafür brauchen wir so eine Halbkugel oder so eine Kuppel. Schaut euch am besten mal einfach Bilder auf Google an, das habe ich auch gemacht. Und dann wird das einfach in den Kopf gedrückt. Als nächstes brauchen wir 2 schwarze Kügelchen für die Augen. Die Kügelchen sind unterschiedlich groß und werden auch an unterschiedlicher Höhe angebracht. Also die große Kugel ist weiter oben und dann kommt noch eine kleine Kugel und die ist weiter unten angebracht. Und dann kann das Ganze auch schon gebacken werden. Die Details machen wir nämlich mit Acrylfarben. Für die Galaxy-Platte nehme ich Reste-Fimo einfach, roll das zusammen und drück's platt. Mach mir dann so ein Rechteck oder ja, schneid mir so ein Rechteck zurecht. Und das alles wird gebacken. Nach dem Backen wird der BB-8 mit Acrylfarbe eingepinselt und dann ganz schnell wieder sauber gemacht, damit die Acrylfarbe sich in den Rillen setzt oder niedersetzt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und damit er so ein bisschen ja, aussieht, als wäre der schon viel rumgerollt. Also, dass er so ein bisschen ja, gebraucht aussieht, so ein bisschen schmutzig aussieht. Und die Platte habe ich dann auch komplett mit schwarzer Acrylfarbe angemalt. Dann kommen die Details. Und zwar ist BB-8 ja zum Teil orange. Und da kommen dann solche Kreise in diese Innenkreise. Und 4 solche, ja, Zacken kommen da raus. Also ihr seht ja, wie es hier ist. Und wirklich schaut euch am besten mal Bilder an auf Google. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dafür Farben genommen, die mein Mann benutzt für sein Warhammer-Zeug. Also falls euch das was sagt, das sind so Figuren jedenfalls. Auf jeden Fall sind das eigentlich auch bloß Acrylfarben. Ihr könnt also ganz normale Acrylfarben verwenden, die es im Bastelbedarf gibt oder die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Oben bekommt der BB-8 auch noch so einen kleinen Kranz und dann kommt Silber noch oben drauf. Und dann habe ich einfach wild irgendwelche Muster in die Kreise gezeichnet. Ich habe mich da natürlich ein bisschen bei Bildern orientiert, aber viel habe ich mir auch einfach frei nach Schnauze drauf gemalt. Dann wird der Hals angemalt. Also ich nehme mal an, dass es so eine Art Hals ist. Also unten bekommt er so einen silbernen Rand. Dann lässt man das trocknen. Und dann habe ich noch ein paar Details angemalt. Wie hier zum Beispiel so ein paar, ja, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Ebenso Knöpfe oder was auch immer. Das gut trocknen lassen und dann habe ich einen permanenten Stift genommen und habe noch ein paar Details mit Schwarz aufgemalt. Nehmt da wirklich einen Stift, wo ihr wisst, also der hält wirklich jeden Lack auch aus, also den Fimo-Lack zum Beispiel, und der verwischt auch nicht. Also einen Edding oder hier in meinem Fall jetzt den Copic Multiliner. Und dann habe ich einfach nochmal innen so Schrauben angedeutet und ja, so ein paar Muster reingemacht und ja, dass das Ganze so ein bisschen ja, robotermäßig eben aussieht. Und dann habe ich innen den Kreis noch ein bisschen mit Schwarz ausgemalt, weil ich finde, das sieht dann ein bisschen sauberer aus und es passt auch ins Gesamtbild. Hab das einfach nachgefahren. Und dann sind wir auch schon fast fertig. So sieht der Kleine jetzt aus. Ich finde, er ist wirklich gut geworden und es geht auch sehr, sehr einfach, wie ich finde. Und jetzt kommen wir noch zu dieser Galaxy-Platte. Ich habe mir solche Pastellkreiden abgerieben mit einem Messer einfach, dass ich eben so, ja, Pastellkreide eben da habe. Und dann habe ich das so ein bisschen bläulich angemalt und habe dann eben mit Rot, Grün und Hellblau noch so Akzente gesetzt. Dass es eben, ja, wie gesagt, so ein bisschen Galaxy-mäßig aussieht.
Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich fand das ganz cool, wenn der auf so einer Platte steht. Dann habe ich weiße Acrylfarbe verdünnt. Und das werde ich dann drüber sprenkeln, dass das so ein bisschen aussieht, als wäre das ein Sternenhimmel. Das natürlich gut trocknen lassen, wie immer. Und dann kann man den BB-8 auch schon draufkleben, wenn man möchte, und verschenken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier habe ich noch R2-D2 gemacht, also wenn ihr euch dafür auch interessiert, dann klickt unbedingt auf das Video. Ich verlinke euch das in der Infobox und oben auf dem i. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!